Hallo zusammen und willkommen zum weiteren Porträt, was wir euch jetzt gerne heute mal vorstellen, und zwar mit zwei Tuschestiften gezeichnet, zwei Farben. Tipps dazu auch natürlich in unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks und immer wieder auf unserem Instagram-Kanal. Und hier geht es auch schon los. Also es gibt eigentlich zwei, es gibt ganz, ganz viele Farben. Wir haben aber zwei Farben, die wir dafür benutzen, Schwarz und Grau. Und machen als erstes eine kleine Vorzeichnung mit dem Bleistift. Das ist ein Halbprofilporträt und das Ganze auch ein bisschen noch schwerer gestaltet, weil der Kopf auch nach unten geneigt ist. So, da ist es auch natürlich schon wichtig, dass wir die Proportionen auch richtig beachten. Die Augen, dass die natürlich auch an der richtigen Stelle positioniert sind. Das ist definitiv bei einem Gesicht, was sich zur Seite dreht, etwas schwieriger als ein Frontalporträt. Aber da haben wir wunderbare, ausführliche Tutorials dazu. Schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da haben wir einiges für euch zusammengestellt rund ums Porträtzeichnen. Und da geht es auch um Halbprofilporträts, also all das, was man wissen muss, um sowas locker aus der Hand zeichnen zu können. Dann natürlich auch, wenn ihr das vor Ort lernen möchtet, kommt zu uns in unsere Kurse. Da haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Kurse für euch. Natürlich die studienvorbereitenden Kurse, aber auch einfache Porträtkurse, wo ihr in wenigen Wochen relativ schnell und gut in Porträtzeichnen euch üben könnt. Ja, also das ist jetzt ganz kurz Info mal zu unseren Kursen. Das währenddessen ist jetzt die kleine Vorzeichnung im Bleistift fertig und dann greifen wir zu den Tuschepinsel. Der Vorteil ist definitiv, dass man die verschiedenen Stärken ausüben kann. Mit einem ganz feinen Strich wird das locker aufskizziert und mit einem kräftigen Druck entsteht ein grober, kräftiger Strich. So, und hier sieht man diese ganz kleinen, feinen Details. Man fragt sich, also viele von euch, die bei uns im Kurs sind, fragen, ja, das sieht jetzt irgendwie an der Stelle jetzt komisch aus. Soll ich weitermachen? Ja, das ist oft so, wenn man natürlich nur den richtigen Blick fürs Porträtzeichnen bekommt. Das heißt, das, was wir euch immer vermitteln, ist im Kurs unter anderem, dass ihr die Schattenseiten nur sehen sollt. Also schaut auf etwas und seht wirklich nur entweder die groben Flächen, die grobe Form an sich oder die Schattenflächen. Weil wenn man die Schattenflächen sieht, dann hat man so die dunklen Kontraste und daraus aufbauend kann man dann natürlich sagen, jetzt werden die helleren Partien noch dazu gezeichnet und dann ist sowas auch vollständig. So, dann sieht man das jetzt hier. Da kann man schon einiges erkennen. Und wenn man dann das Ganze nochmal weiter zu den Falten, Stirnfalten und immer mit der Spitze arbeiten, wenn man das Gefühl hat, die Falte ist an der Stelle dicker oder die Schattierfläche kräftiger, dann ruhig ein bisschen mehr Druck ausüben und dann wird der Strich auch deutlich dicker. Die Pinsel lassen sich wunderbar auch auffüllen. Und dann kann man wirklich solche wunderbaren Sachen auch mitmachen. Ihr seht, sobald natürlich so der Mund fertig ist und die kleinen Barthaare, dann ist das Gesicht ja schon zu erkennen. Man sieht das Porträt. Die Schattenflächen machen eigentlich das gesamte Gesicht aus.
Und die leichten Konturen drumherum geben dem Ganzen nochmal die entsprechende Tiefe. Theoretisch könnte man sagen, das reicht, das war's. Es ist wirklich ein Schnellporträt damit gelungen, aber das kann man natürlich noch sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausarbeiten. Wir werden das Ganze nochmal mit einem helleren Ton, jetzt eben hier, ein bisschen aufgreifen. So, dass man den Übergang hat. Und jetzt stellt euch das vor, man hätte vielleicht jetzt drei oder vier Töne, würde man dann so verschiedene Bereiche damit machen können. So haben wir eigentlich, könnte man sagen, drei. Also weiß natürlich die Grundierung, das helle, ganz dunkle und den grauen Mittelton. Also was wir euch immer ein bisschen zeigen möchten in unseren Videos ist, dass man mit sehr wenig Aufwand und oft mit wenigen Farben sehr, sehr schöne Zeichnungen hinbekommt. Es muss nicht immer perfekt fotorealistisch sein. Das ist auch nicht unser Anspruch. Das können wir euch auch gerne zeigen. Aber für uns ist wichtig, schnell, unkompliziert Sachen zu skizzieren, darzustellen und eigentlich das überall machen zu können. So, man sieht jetzt schon, wie das Gesicht jetzt hier entsteht. Da gibt es noch die helleren Stellen, die da noch ausgearbeitet werden. Und die diversen Bereiche, die noch so ganz, ganz leicht aufgegriffen werden. Also da bleiben wir jetzt oben, was so die das Haar anbetrifft, so ein bisschen detailschwächer, sodass wir da nur noch so ein paar Sachen andeuten. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Gesicht, sozusagen alles so rund um die Nase und Mund herum und mit kleinen, dezenten Strichen wird der Rest noch ausgearbeitet. Auch hier natürlich wieder ganz spannend, wie da nochmal den Kontrast entsteht. Also traut euch ruhig, mal auch mal einen Strich vielleicht zu viel zu machen. Es ist nicht schlimm. Das stellen wir immer wieder fest, dass es eigentlich kaum einen falschen Strich gibt. Also deshalb zeigen wir euch immer, dass man nicht radieren soll, die Sachen einfach stehen lässt, weil ihr daraus wirklich immer perfekt üben könnt und alles ableiten könnt. So wie jetzt hier, wie man sieht. Und das Ganze nochmal so ein bisschen zu vertiefen, kann man ein bisschen spielen, könnte man jetzt einfach mal ein Kapuzenshirt, irgendwas und jetzt hier ein bisschen Licht- und Schattenseite, wenn es jetzt ein Hemd, Schal, was auch immer ist. Ihr merkt sofort, was das ausmacht, das gibt dem einfach noch so ein bisschen mehr Tiefe. So sieht es dann am Ende aus, wenn es fertig ist. Ja, wie gesagt, alles rund ums Porträtzeichnen, gerne unter onlinekurse.akademierung.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, danke für eure zahlreichen schönen Nachrichten, Kommentare und bis bald. Alles Gute, euer Akademie-Ruhr-Team.